1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. 30 Milliarden Euro gehen nach dem Deutschen Wirtschaftsinstitut jedes Jahr an der Staatskasse vorbei. Und nicht nur Steuerhinterziehungsfälle wie beispielsweise der von Bayern-Präsident Uli Hoeneß tragen dazu bei. Während er dafür am öffentlichen Pranger steht, können andere ganz legal Steuern am Staat vorbeiwirtschaften. Möglich ist das durch sogenannte Steuerschlupflöcher. Das sind völlig legale Steuertricks, mit denen Unternehmen versuchen, Geld zu sparen. Finanz- und Wirtschaftsminister Nils Schmid fordert jetzt aber, solche Steuerschlupflöcher zu schließen. Ein Minus von rund 950 Millionen Euro dürfte durch Steuerschlupflöcher jedes Jahr allein in Baden-Württemberg entstehen. Jede Menge Geld, das dem Gemeinwesen damit verloren geht. Nach Finanzminister Nils Schmid betrifft das vor allem Konzerne aus dem Ausland und besonders amerikanische Unternehmen. Einige von ihnen erwirtschaften zwar hier in Baden-Württemberg ihre Gewinne, versteuern sie aber nicht hier. Möglich machen das verschiedenste Steuertricks wie ausgeklügelte Zinsaufblähungsmodelle und Steueroasen. Man sieht also, multinationale Konzerne nutzen diese internationale Verflechtung für solche Operationen. Dafür gibt es regelmäßig keine unternehmerischen Gründe. Es dient allein dem Zweck, Steuern zu vermeiden. Und wir wollen als öffentliche Hand diesem Treiben nicht weiter tatenlos zusehen. Dafür habe man schon vor 2 Jahren eine Expertengruppe für ausländisches Steuerrecht aufgebaut. Denn nur wenn man hinter die wohlgemerkt legalen Tricks kommt, wird klar, wo am Steuerrecht noch nachgebessert werden muss. Und zumindest ein bisschen Geld kommt durch die Prüfungen doch wieder in die Staatskasse. Also wenn man an das Modell eigentlich nicht rankommt, wenn man sagt, okay, das ist legal. Das heißt, wir können steuerlich jetzt das Modell nicht knacken, können wir aber trotzdem zum Beispiel bei Darlehen immer die Angemessenheit von Zinsen überprüfen. Ja? Und so, sagen wir mal, deutsches Steuersubstrat zumindest teilweise zu retten. Immerhin 130 Millionen Euro seien so im letzten Jahr zusammengekommen. Aber, das weiß auch der Finanzminister, damit die Tricksereien erst gar nicht legal möglich sind, müssen andere Hebel in Bewegung gesetzt werden. Wichtig ist, dass wir dann von der Politik in Aktion treten, wenn ein Steuergestaltungsmodell legal ist, aber wir der Meinung sind, dass das eigentlich mit Steuergerechtigkeit nicht vereinbar ist. Und da sind die Hinweise von unseren Spezialisten sehr wertvoll, weil das dann dazu führt, dass wir dann gesetzgeberisch tätig werden über den Bundesrat. Ein Beispiel sind die sogenannten Goldfingerfälle, wo auch eine Besteuerungslücke zwischen deutschem Recht und britischem Recht ausgenutzt worden ist. Und so werde man die Unternehmen in Baden-Württemberg auch weiterhin auf Herz und Nieren prüfen. Die aufgedeckten Steuertricks werden dann in der neuen Bund-Länder-Arbeitsgruppe zusammengetragen. Das Ziel für die Zukunft? Keine Steuerschlupflöcher mehr. Einen Wettbewerb der Schulen hat FDP-Landeschefin Birgit Homburger vorgeschlagen. In einem Interview mit der dpa regte sie ein Schulranking an. Schneide eine Schule wiederholt schlecht ab, würden Eltern mit den Füßen abstimmen, so Homburger. SPD-Generalsekretärin Katja Maas dagegen hält das Ganze für eine Schnapsidee. Dies würde Schulen stigmatisieren und die Gesellschaft spalten, sagte sie. Die Wasserqualität an den Seen im Raum Stuttgart ist durchwachsen, so das Ergebnis des bundesweiten ADAC-Tests. Am besten schnitt der Waldsee bei Murhardt ab. Er bekam die Note gut. Die beiden Strandbäder am Breitenauer See bei Obersulm wurden beide mit einem ausreichend bewertet. Ebenso der Ebnisee bei Kaiserbach. Als bedenklich eingestuft wurde der Kirchentellenswurder Baggersee. Der ADAC untersuchte bundesweit 41 Badeseen. Details zu den Methoden und Ergebnissen gibt es unter www.adac.de. Morgen beginnt in Stuttgart der Christopher Street Day. Die mehrtägige Veranstaltung wirbt für Gleichberechtigung und Akzeptanz von Schwulen und Lesben. Dabei wird über dem neuen Schloss erstmals die Regenbogenfahne wehen. Das hat Hausherr Nils Schmid, der Finanz- und Wirtschaftsminister, angekündigt. Auch die Bundestagsabgeordneten Gernot Erler und Katja Mast, beide SPD, fordern die komplette Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare. Es könne nicht sein, dass das Bundesverfassungsgericht über Adoptionsrecht oder finanzielle Gleichstellung von Paaren entscheiden müsse, so die SPD-Politiker. Soweit die BW1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Musik
Das Wetter präsentiert von Kleider Müller in Geislingen bei Balingen. Die größte Auswahl an Trachtenmode in der Region Neckaralb. Morgen erwartet uns in Baden-Württemberg ein heißer Sommertag. Überall überschreiten die Temperaturen die 30-Grad-Marke. Am wärmsten wird es im Breisgau und am Bodensee mit 34 Grad. Wolken treten nur vereinzelt auf, ansonsten gibt es Sonne satt. Noch heißer wird es dann zum Wochenende. Am Samstag werden in Heilbronn Höchstwerte von bis zu 37 Grad erreicht. Aber auch im übrigen Teil des Landes bewegen sich die Temperaturen zwischen 33 Grad in Ulm und 36 Grad in der Kurpfalz. Das Wetter präsentiert von Kleider Müller in Geislingen bei Balingen. Die größte Auswahl an Trachtenmode in der Region Neckaralb. Die Geschichte der Textilindustrie und der Buntweberei Brennet gibt es auf rund 700 Quadratmetern Ausstellungsfläche im Textilmuseum in Wehr zu sehen. Dargestellt in kleinen Szenen und mit originalgetreuen Maschinen soll hier Geschichte lebendig werden. Geöffnet ist immer sonntags von 14 bis 17 Uhr. Eine Einführung in die Astronomie bekommen Sterngucker und solche, die es werden wollen, im Planetarium in Mannheim. Einsteiger haben unter dem Motto Expedition Weltraum die Möglichkeit, astronomische Grunderfahrungen zu sammeln. Thema der Veranstaltung ist der nächtliche Sternhimmel. Dort erfahren die Zuhörer alles über Ereignisse wie die Sonnenfinsternis und Kometenerscheinungen. Weitere Informationen sowie Öffnungszeiten finden Sie unter www.planetarium-mannheim.de. Wir hatten ein schönes Zuhause. Eines Tages kamen Männer. Als wir gesehen haben, dass sie bewaffnet sind, flüchteten wir in das Haus. Sie haben auf uns geschossen, meinen Mann gefesselt und mich schwer verletzt. Dann nahmen sie meinen Mann zum Verhören mit. Mir sagten sie, dass ich in 3 Tagen besser verschwunden sein sollte. Wir sind geflüchtet. Seit Jahren warte ich auf meinen Mann. Die Hoffnung, dass er noch lebt, habe ich verloren. Ich glaube, dass ich nie mehr in meine Heimat zurückkehren kann. Blatt für Blatt. Tag für Tag. Jahr für Jahr. Diese Menschen sagen Danke. Danke, weil fairer Handel ihnen ein Leben in Würde ermöglicht hat. Familien haben zu essen. Kinder können in die Schule gehen. Sie alle haben eine Zukunft. Wir unterstützen den fairen Handel. Machen Sie mit. Spenden Sie online. www.brotfuerdiewelt.de. Mama, schau mal. Mama, guck mal, ich habe ganz doll wehgetan. Mama, wann kommst du wieder? Mama, kommst du mit? Mama, wann bin ich wieder gesund? Papa, wo bist du? Kinder brauchen eine Familie. Helfen Sie uns. BW1, das Ereignis- und Informationsprogramm für Baden-Württemberg. Mit BW1 sind Sie am Puls des Landes. Hier sehen Sie die Debatten des Landtages in voller Länge. Ereignisse aus Bundesland und Landeshauptstadt, historische Momente und aktuelle Diskussionen. Der Abend bei BW1. Erleben Sie die Argumente der Akteure.